Wenn du die Materialien herunterlädst und entpackst, so hast du diesen Ordner vor dir und darin findest du jeweils eine Übung im Word-Format und dazu immer auch ein PDF mit der Lösung, damit du sehen kannst, was du eigentlich erreichen musst. Ich empfehle dir, die beiden Dateien so ein bisschen nebeneinander zu legen, damit du immer wieder einen Blick auf die Lösung legen kannst. Ich werde dir immer jeweils eine Arbeitstechnik zeigen, werde dann aber nicht den ganzen Abschnitt durcharbeiten. Das ist dann dir überlassen und dann geht es beim nächsten Abschnitt mit einer neuen Arbeitstechnik weiter. Wichtig ist, dass du regelmäßig speicherst, damit also deine Arbeit nicht verloren geht.